Hi Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Es geht um ein neues Video über Diablo 4 und heute habe ich wirklich sehr, sehr viele Infos dabei, die wir bisher noch nicht auf dem Kanal besprochen haben. Ich beziehe mich hier auf einen PC Games Artikel. Ein Gruß und ein großes Lob auch hier an der Stelle an den Redakteur Felix Schütz. Richtig guter Games-Journalismus in deutscher Sprache. Ich habe das richtig gefeiert. Endgame PvP Season Interview. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung mal auf jeden Fall vorbeischauen. Wir sprechen heute ganz viele Details an, die in diesem großen Interview, in diesem großen Artikel zu finden waren. Da geht es unter anderem um die Höllenflut-Events, um Paragon-Boards, um Level 100 Capstone-Dungeons, Legion-Events und viele kleine andere Details. Also, schön, dass ihr dabei seid. Wir starten durch mit Nummer 1, nämlich den Höllenflut-Events. Mir ist hier neu untergekommen, dass auch der Butcher auftauchen kann bei eben diesen Events, die irgendwo in der Welt auftauchen. Und es wurde hier auch nochmal gesagt, dass es mehrere Höllenflut-Events gleichzeitig auf der gesamten Welt geben kann. Also, dass ihr irgendwo im Norden was habt zum Beispiel und im Süden eben auch ein Höllenflut-Event stattfindet. Die gesammelte Glut, ihr könnt ja Glut sammeln bei diesem Event, wenn ihr Feinde tötet und so weiter. Wenn ihr sterbt, ist diese Glut weg. Ihr droppt diese Glut also nicht nur und könnt die eventuell wieder aufsammeln, sondern so wie es sich in diesem Interview angehört hat mit den Blizzard Devs, ist diese Glut dann weg. Und die Glut braucht ihr eigentlich, um die Höllenflut-Truhen mit ziemlich gutem Loot dann auch aufmachen zu können. Also hier ein Nervenkitzel dabei, den ich eigentlich sehr gut finde als kleinen Akzent. Wir gehen aber weiter zum nächsten Punkt, der besprochen wurde, nämlich die Paragon-Boards und Builds. Es wurde mal vorgeschlagen bei anderen Interviews bei den Devs, dass es eine Exportfunktion vielleicht geben könnte für die Punkte, die man auf dem Paragon-Board verteilt hat, aber auch zum Beispiel die Skillpunkte, die man in seinem Skillpunktbaum, in seinem Skillbaum verteilt hatte. Und hier wurde vorgeschlagen, kann man das, oder es wurde gefragt, kann man das speichern, kann man das eventuell exportieren, an Freunde schicken und so weiter. Der Joseph, Pierpora heißt er, glaube ich, der hat auf jeden Fall gesagt, das ist eine coole Idee, sie gucken sich das an, vielleicht, dass es nach dem Release irgendwann ins Spiel kommen könnte, dass wir diese Skillbäume und die Paragon-Boards quasi speichern können, exportieren können und an andere Spieler schicken können und sagen, hey, hier, das habe ich mit der Zauberin gemacht. Vielleicht magst du das auch mal nehmen als erstes Setup quasi zum Einsteigen. Es wurde zudem auch noch betont, dass es 220 bzw. wohl 221 Paragon-Punkte maximal geben wird in Diablo 4, zumindest zum Stand von Release, und dass ein Charakter, um 100% vollständig optimiert zu sein, dass das hunderte oder sogar tausende Stunden dauern kann. Also hier geht es wirklich darum, dass ihr alles habt, was die Punkte angeht, die Komplettierung angeht, aber auch perfektes Equipment mit perfekten Affixen auf den Items drauf und so weiter und so fort. Also wirklich ein 100% durchoptimierter Charakter. Anders ist es, wenn ihr zum Beispiel einen Charakter auf Level 100 bringen wollt, alle Paragon-Punkte haben möchtet, aber mit dem Gear noch nicht wirklich 100% Optimierzeit, das soll etwa 160 bis 190 Stunden dauern. Und damit gehen wir auch weiter zum nächsten Punkt, nämlich Level 100. Wir haben hier herausgefunden, dass es bei Level 100 einen extrem schweren Boss geben soll, der quasi die letzte ultimative Prüfung für dich und dein Build darstellen soll. Was das für ein Boss ist, wer das ist, wissen wir nicht. Aber wir wissen, er gibt keinen Loot. Also es geht hier nicht bei diesem Boss darum, dass der ganz speziellen, besonderen Loot droppt, aber er droppt Cosmetics. Wenn ihr den besiegt, bekommt ihr also irgendein Cosmetic, was wahrscheinlich daran erinnern soll, dass ihr diesen extrem schweren Boss erledigt habt. Und da geht es darum, dass ihr euch diesen Bosskampf einprägt, aber ihr müsst halt auch mit eurer Ausrüstung soweit sein und auch mit eurer Skillung soweit sein, dass ihr diesen Boss überhaupt besiegen könnt. Also es sind mehrere Faktoren, die reinspielen, dass ihr diesen Bosskampf überhaupt schaffen könnt anscheinend. Als nächstes sprechen wir über die Capstone Dungeons. Sagen wir mal so, das sind Meilenstein Dungeons. Übersetzen wir es mal so ganz grob ins Deutsche.
Die schalten ja nämlich die nächste Weltstufe frei. Wir hatten ja das schon mal in einem anderen Video. Es war eine Weile so, dass ihr einen Weltboss besiegen musstet, um die nächste Weltstufe freischalten zu können. Am Anfang habt ihr die Abenteurer- und Veteranen-Modi, habt ihr am Anfang bei Charaktererstellung sofort zur Auswahl, aber die anderen beiden schwereren Weltstufen, die müsst ihr freischalten, indem ihr solche Capstone-Dungeons abschließt. Und das sind halt einmalige Dungeons, das ist noch wichtig. Also ihr könnt diese Capstone Dungeons nicht wiederholen und ewig durchlaufen und da irgendwie Loot sammeln und so weiter. Das ist ein einmaliger Dungeon, eine einmalige Prüfung quasi für euch, damit ihr euch als würdig erweist für die nächste Weltstufe. Und in den nächsten Weltstufen droppen dann heilige Items, die haben mehr Affixe und teils aber auch neue Aspekte. Also es droppt mehr im Lootpool, den wir haben dann bei Diablo 4. Und es sind aber auch neue Aspekte dabei, die wir bisher in den Veteranenstufen zum Beispiel noch nicht hatten. Als nächstes sprechen wir ganz kurz die Legion-Events an, also Legion-Events. Das wurde in dem Interview nur so beiläufig ein bisschen aufgegabelt, aber ich kenne den Begriff Legion-Events nicht. Vielleicht haben sie es auch umgeändert im Namen oder es ist einfach eine Bezeichnung für ein Detail-Event. Aber für mich hörte es sich so an, als ob das was anderes ist, denn das sind öffentliche Ereignisse in der Open World, für die ihr mehrere Gegnerwellen besiegen müsst. Und das soll wohl etwas sein, so ein bisschen wie mit den Worldbossen, mit den Weltbossen. Also hier habt ihr eine Gruppe, beziehungsweise in dieser Zone kommt ihr dann mit anderen Leuten zusammen. Das ist ein Event, wo es um Gruppenspiel geht, kurzzeitig. Es ist kein organisiertes Gruppenspiel, genauso wie bei einem Worldboss, aber es ist wohl eine Gruppenaktivität. Die soll wohl auch herausfordernder sein als so ganz normale Events, sagen wir es mal so. Und ich bin gespannt, was sie draus machen. Mehrere Gegnerwellen besiegen, klingt für mich immer gut. Freue mich drauf, was das werden wird. Und bei den Weltbossen wurde nochmal gesagt, dass es einmal pro Woche ja eine Bonuskiste gibt. Das habt ihr in der Beta bestimmt schon sehen können, dass da so eine Kiste droppt. Die sieht ziemlich unscheinbar aus, aber wenn ihr die anklickt, da sind einige Legendaries draus gedroppt. Wird mit Sicherheit nicht so sein bei Release-Versionen, dass so viele Legendaries droppen. Haben sie auch schon gesagt, im Nachhinein bestätigt, dass die Drop-Chance für Legendaries extrem erhöht war bei der Beta, um eben dieses Gefühl zu erzeugen. Aber in der Release-Version wird weniger Drop-Chance für Legendary sein. Die Inhalte aber in dieser Kiste, und darauf wurde nochmal Bezug genommen, die lassen sich auch durch andere Aktivitäten verdienen. Bedeutet es natürlich nice to have, wenn man diese Bonuskiste bekommt, aber euch geht da prinzipiell nichts durch die Lappen. Also wenn ihr den Worldboss dann einmal in der Woche nicht schafft, ihr kriegt dieses Zeug auch woanders. Da ist nichts drin, was ihr nur vom Worldboss bekommen könnt. Und ich finde das sehr, sehr gut. Als nächstes kommen wir zu einem sehr, sehr spannenden Punkt, wie ich finde. Denn wir haben schon vor allem in Videos vor Monaten über diesen Punkt gesprochen, nämlich über die Monsterfamilien. Wir wissen ja, dass es verschiedene Monstertypen gibt und diese Monstertypen gehören zu unterschiedlichen Monsterfamilien. Zum Beispiel die Ertrunkenen oben an der nördlichen Küste von Skosglen, ja, oder die Skelette zum Beispiel, ja. Und die haben eine Bonuschance, bestimmte Itemsorten zu droppen. Also Banditen haben zum Beispiel eine höhere Chance, Stiefel und Armbrüste abzuwerfen. Bei den Skeletten gibt es wohl eine höhere Chance, dass man Ringe bekommt. Und wenn du dich dann auf diese Monsterfamilien spezialisierst, beziehungsweise dann speziell dorthin gehst, um gegen die zu kämpfen, kannst du bestimmte Arten von Items farmen. Und so ist es für den Release erstmal geplant. Es ist also nicht so, wie wir angenommen hatten mal früher, dass diese Monsterfamilien immer nur diese eine Art von Loot droppen, sondern sie haben eine Bonuschance, dass dieser Loot gedroppt wird. Also lohnt es sich natürlich auch mehr, gegen diese Feinde dann zu kämpfen, aber es droppt nicht nur dieser Loot, es droppt nicht nur Armbrüste oder Stiefel von denen, sondern auch andere Items natürlich. Und sie denken in Zukunft darüber nach, andere Farming-Möglichkeiten mit reinzubringen, aber dafür wollen sie auch Spieler-Feedback erstmal einholen und dann gucken, was sie damit machen. Wir kommen noch kurz zum Baum des Geflüsters. Da gibt es unterschiedlich lange Aufträge, ne? Ihr müsst dieses Flüstern vom Baum quasi, dann könnt ihr das zurückbringen, bestimmte Aufträge erledigen, so wie eine Kopfgeldtafel. Und dann könnt ihr den gezielten Loot dann auswählen, den ihr haben wollt, durch solche Kisten, die euch der Baum dann gibt. Das haben wir kurz sehen können, schon im Gameplay. Es soll kein Zwang oder ein Fear of Missing Out sein. Ja, also die Angst, etwas zu verpassen. So wollen sie das mit dem Geflüster einfach nicht
konstruieren für euch, dass ihr sagt, oh, ich muss jetzt hier die ganzen Kopfgeldaufträge unbedingt alles schnell abschließen, so maximal oder so. So soll nichts eigentlich designt sein in Diablo 4. Und ich finde es schön, dass sie das einfach nochmal betont haben, denn ich finde das auch wichtig, dass man sich dann nicht in so eine Maschinerie reingezwängt fühlt, auch mit dem Battle Pass oder so, dass man hier endlos spielen muss oder sich dann gezwungen fühlt, diese 80 Stunden zu machen. Denn das ist ja auch noch ein weiterer Punkt, den sie erwähnt haben beim Interview. Wenn man Battle Pass plus Season Reise machen möchte, wird es etwa 80 Stunden dauern. Das ist etwas mehr, als sie am Anfang gesagt haben. Ich glaube, es war aber auch jemand anders, der das gesagt hat. Ich glaube, es war Joe Shelley, der was mit 70 oder 75 Stunden gesagt hat. Aber wir wollen uns ja jetzt nicht auf ein paar Stündchen hin oder her versteifen. Das bringt es ja dann auch nicht. Aber 80 Stunden innerhalb von 3 Monaten zu schaffen, ist natürlich happig. Wenn man diese 20 Stufen für den Battle Pass kauft, mitkauft mit den Premium-Stufen, dann ist es ja so, dass ihr nicht 80 Stunden braucht, dann braucht ihr weniger lang. Das ist ja extra dieses System für die Leute, die halt eben nicht so viel Zeit haben zum Spielen, die dann vielleicht eher sagen, okay, ich kaufe mir diese 20 Stufen, habe dann vielleicht nur noch 60 oder 50 Stunden zu spielen, wer weiß, wie viel das ist. Aber was auch noch hier wichtig an der Stelle erwähnt werden sollte, es ist so, wie ich es in einem vorigen Video mal vermutet habe, in diesem Interview haben sie es nochmal genau so gesagt. Ich habe gedacht, da eine Betonung drauf war, bei der kostenlosen Battle Pass Linie ist ja das dabei mit diesen Boost Items. Wir haben hier also die Klarstellung, es ist nicht wie bei diesem Interview, was ich einmal gesehen habe, was in Berlin geführt wurde, wo gesagt wurde, da gibt es nur kosmetische Items. Nein, im Battle Pass gibt es in der kostenlosen Linie, gibt es Boost-Items, die zum Beispiel Erfahrungspunkte beschleunigen und so weiter. Aber die sind für alle da und für alle kostenlos. Und in der bezahlten Battle Pass Linie, also der Premium Linie, da sind nur Cosmetics drin und nichts anderes. Und jetzt ist noch wichtig, ihr könnt jetzt nicht 20 Stufen vom Battle Pass kaufen quasi und dann 20 Stufen auf der kostenlosen Linie quasi kaufen und dann sagen, ja, von diesen 20 Stufen sacke ich jetzt diese 20 Erfahrungsbooster ein, sondern es gibt hier Levelvoraussetzungen, Mindestlevelvoraussetzungen, die ihr erstmal erfüllen müsst, bevor ihr diese Booster überhaupt benutzen könnt. Bedeutet, ihr startet nicht einfach mit einem neuen Charakter, nimmt die 20 Battle Pass Stufen, sackt hier Erfahrungspunkte Booster ein und zündet die alle und dann levelt ihr den anderen davon, die nichts bezahlt haben, sondern ihr müsst erstmal selber spielen. Ja. Ihr müsst erstmal gewisse Meilensteine mit eurem Level von eurem neuen Charakter erfüllen, bevor ihr überhaupt diese Booster benutzen könnt. Wichtiger Punkt, finde ich. Und last but not least, warum könnte das PvP cool werden? Das haben sie schön erwähnt, denn es wird damit rumgespielt, wer euch eingeblendet wird und wer nicht in den Feldern des Hasses. Darüber könnten wir eigentlich nochmal ein neues Video machen, vielleicht mache ich das auch noch, aber nur ganz kurz. Es ist nicht so, ihr geht in die Felder des Hasses und da geht euch jeder über den Weg, der dort einfach rumläuft, sondern es ist so, dass das System in den PvP-Zonen euch mit ähnlich starken Spielern zusammenwürfeln wird. Wie genau das funktioniert, haben sie nicht gesagt, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sie hier einerseits den Gearscore benutzen, also was ihr an Items bei euch tragt, dass ihr das Charakterlevel benutzen und wahrscheinlich auch noch sowas wie Kill-Death-Ratio benutzen, also wie viele Leute holzt ihr um und wie oft werdet ihr selbst gekillt. Und dementsprechend dann Spieler anzeigen in der Welt, die euch dort überhaupt über den Weg laufen. Und so das Versuchen einigermaßen in Balance zu bringen. Aber vielleicht dazu in einem anderen Video noch mehr. Ich danke euch fürs Einschalten. Wir sind durch mit den neuen Infos. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, ob was Neues für euch dabei war. Freue mich, wenn ihr ein Abo da lasst. Wenn ihr mehr Infos zu Diablo 4 wissen möchtet, diablowiki.de oder auch die Playlist hier natürlich bei mir auf dem Kanal. Danke euch, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht es gut und auf Wiedersehen.